Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Die Singles unter den Zwillingen würden am liebsten nochmal verreisen, auch wenn die Urlaubszeit vorbei ist. Sie verspüren Fernweh. Zwillinge mit Familie fühlen sich wohl zu Hause und mit der Familie. Im Job und finanziell läuft es meistens rund. Solltet ihr eine Anfrage haben, zum Beispiel ob ein wichtiges Vorhaben unter guten Sternen steht oder weil ihr jemand Neues kennengelernt habt, könnt ihr euch für eine Beratung jederzeit an mich wenden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, wie ich das hier trage mit dem Steinbock-Symbol. Und für euch wäre das dann mit dem abstrakten Symbol für das Zeichen Zwillinge oder ihr könnt euch auch ein anderes aussuchen, falls ihr es verschenken wollt. Wie immer gehe ich am Ende des Videos darauf ein, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, darüber könnt ihr euch jederzeit in meinem Jahreshoroskop informieren. Das gibt es als Video oder als Buch zum Nachlesen. Und das Buch und E-Book bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet mit der Sonne in der Jungfrau in eurem Familienhaus. Und Merkur und Venus stehen noch in der ersten Septemberwoche sehr günstig für euch. Das ist ideal, wenn ihr am Flirten seid oder auch um eurem Herzallerliebsten eine süße Botschaft zukommen zu lassen oder wenn ihr nach einer Unstimmigkeit Probleme klären wollt. Am 6. September geht euer Herrscher Merkur in die Jungfrau und steuert dann zusammen mit der Sonne auf den Neumond zu, der am Sonntag, den 9. September stattfindet, und zwar genau gegenüber von Romantikplanet Neptun. Das kann ein sehr romantischer Neumond für euch werden, aber leider bringt Neptun auch Täuschungen und Unklarheiten, weil er in der Spannung zu eurer Sonne steht. Das spüren im September besonders die Zwillinge der zweiten Dekade, vor allem wer zwischen dem 3. und dem 8. Juni Geburtstag hat. So kann dieser Neumond der Beginn einer neuen romantischen Affäre sein, aber mit unsicherem Ausgang. Tastet euch da vorsichtig ran, nicht, dass die andere Person bereits gebunden ist. Weil Neptun bei euch im Sonnenhaus der Karriere steht, kann er auch einen Chef anzeigen, der unklare Ansagen macht oder bei dem ihr nicht wisst, woran ihr seid. Für alle Zwillinge gilt, dass die Neumondmeditation sich dafür eignet, dass ihr euch überlegt, wie ihr eure Karriere und eure Ziele mit eurem Familienleben oder eurem Wohnort in Einklang bringen könnt. Wie kann eure Familie euch unterstützen? Wie könnt ihr in Zukunft mehr Klarheit über eure beruflichen Ziele gewinnen? Solche Fragen könnt ihr euch stellen. Am Neumond wechselt die Venus ins Zeichen Skorpion und damit in euer Sonnenhaus des Jobs und der Gesundheit. Zusammen mit Romantiker Neptun in eurem Karrierehaus ist das ein weiterer Hinweis, dass es in eurem Berufsumfeld zu einer Liebelei kommen kann, die Komplikationen mit sich bringt. Am 11. September geht der Mars wieder in den Wassermann und verbindet sich dann mit Lilith. Das kann euch risikofreudig machen, besonders die erste Dekade. Ihr wollt Spaß haben und denkt nicht an die Folgen. Besonders um die Mitte des Monats sind die Sterne angespannt und ein lockerer Flirt kann negative Folgen haben, wenn jemand sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt. Möglich auch, dass jemand eure Signale als Flirt auffasst, obwohl ihr das gar nicht so gemeint hattet. Auch das kann zu Unstimmigkeiten führen. Achtet diesen Monat sensibel auf die Reaktionen eurer Mitmenschen, besonders in eurer Arbeitsumgebung, und seid bereit, Verantwortung für euer Handeln zu übernehmen. Ab dem 20. September lässt die kosmische Spannung wieder nach und es kommt wieder mehr Freude und Leichtigkeit auf und eure lockeren Späße werden endlich wieder richtig verstanden. Am 22. September geht der Merkur in die Waage und am 23. morgens um 3:54 Uhr dann die Sonne. Und sie aktiviert für die kommenden 4 Wochen den Bereich der Lebensfreude und der Romantik in eurem Sonnenhoroskop. Das ist immer eine schöne Zeit für die Zwillingegeborenen und die Zwillinge-Aszendenten. Jetzt wird viel geflirtet und gelacht. Ihr seid in eurem Element und eure Mitmenschen wissen euren Esprit zu schätzen. Der Vollmond am 25. September steht partymäßig super schön zur Zwillingesonne und regt euch zum Feiern an, aber Saturn steht so ein bisschen als Spaßbremse in einer Spannung dazu. Das kann für manche fest liierten Zwillinge zur Herausforderung werden. Wenn ihr zu locker lacht und flirtet, könnte euer fester Partner das in den falschen Hals bekommen und wäre gar nicht glücklich darüber.
Deswegen nehmt ein bisschen Rücksicht. Rund um den Vollmond solltet ihr nicht ohne euren Herzallerliebsten alleine losziehen und euch amüsieren. Wenn ihr natürlich frei und ungebunden seid, werdet ihr diese Konstellation höchstwahrscheinlich in vollen Zügen genießen können. Glücklich sind alle Zwillinge, die Ende September auf Reisen sind oder auch eine Fortbildung machen. Sie können einer neuen Liebe begegnen, auf jeden Fall aber werden sie viel Spaß haben und jede Menge aufregende Eindrücke mitnehmen. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.